We got to rock 'em. We got to roll. We got to rock 'em. We got to roll. Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Wie geht eigentlich Musik? Beim letzten Mal haben wir uns in die Gefilde des... Ich habe euch gezeigt, wie Miami geht. Und heute behandeln wir ein Genre, was sich auch wiederum viele von euch gewünscht haben. Wir reisen gemeinsam in das Jahr 1950 und erleben die Geburt des Rock'n'Roll. Unter den Jugendlichen der 50er Jahre herrschte diese angenehme Proteststimmung. Die Elterngeneration, wie die Normen, waren zu konservativ und mussten mal wieder ein bisschen aufgebrochen werden. Und da kam der Rock'n'Roll gerade recht. Es war quasi ein Aufbegehren gegen die Spießigkeit und musste mal was gesagt werden. Und die Eltern der damals Jugendlichen reagierten, na sagen wir mal, ein bisschen entrüstet. Meine Oma zum Beispiel erzählt wahnsinnig gerne die Geschichte von ihrem Vater, der zum ersten Mal die Rockmusik entdeckte und sagte: Das kann man sich ja nicht anhören, das ist ja Hottentottenmusik. Nun sei am Rande erwähnt, dass Hottentotten damals ein etwas niedlicherer Name für Neger war. Es war halt zur Zeit der Rassentrennung. Da konnten einige weiße Jugendliche auf bestimmte Radiosender zugreifen und da lief eben Rockmusik. Und die geht so. Das Schlagzeug spielt einen ganz simplen, Achtung, Rockbeat. Mit der Kick auf 1 und 3 und der Snare auf 2 und 4 und einem leicht geschwungenen Ride-Becken dazu. Hey Marty, warum klingt denn das Schlagzeug so hallig? Das, Klein George, liegt an dem damaligen Aufnahmeverfahren, denn die Bands standen meistens in einem Raum und das lauteste Instrument musste ganz weit hinten stehen und das Mikrofon war hier und dann nach abnehmender Lautstärke war das leiseste ganz nah am Mikrofon. Sei es wie sei, weiter mit dem Bass. Der Kontra- oder auch elektrische Bass spielt eine aus dem Boogie-Woogie. Spielt eine aus dem Boogie-Woogie entlehnte Walking-Bass-Linie. Walking-Bass habe ich schon mal beim Jazz erklärt. Wenn ihr da nicht mehr wisst, könnt ihr da nachgucken. Wie in so einer tollen Bibliothek. Meistens wird übrigens im Rock'n'Roll das Blues-Schema benutzt. Also man spielt viermal die erste Stufe, zweimal die vierte, zweimal die erste, zweimal, also in diesem Fall zweimal die fünfte und dann zweimal die erste wieder. Das muss das Roll im Rock'n'Roll sein. Genau, weiter mit dem Klavier. Das Klavier kann mitspielen, muss aber nicht. Ich habe es in diesem Beispiel dazu genommen, weil es für mich einfach nach klassischem Rock'n'Roll klingt. Da muss einfach so ein bisschen noch Teppich da. Ist aber Geschmackssache. Das Klavier macht es wie der Bass. Es nimmt sich einfach aus dem Boogie-Woogie, einfach weggeklaut, das Schema, was es da schon so hatte und spielt über das Blues-Schema, was wir halt haben in diesem Song. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass es im Rock'n'Roll nicht nur, wie man annehmen könnte, Gitarrenmenschen gibt, sondern dass Gitarristen und Pianisten damals die Szene dominiert haben. Jerry Lee Lewis, Little Richard oder gar Jerry Lee Lewis seien hier nur als drei unter Tausenden Rock'n'Roll-Pianisten zu nennen. Aber weiter mit der Gitarre! Sie war damals natürlich bereits vielflächig verwendet worden, aber bahnbrechend im Rock'n'Roll. Chuck Berry übrigens, einer der Gitarrenvertreter dieser Gattung. Der gute Chuck hat seine Gitarre durch einen Röhrenverstärker geschickt und eine leichte Verzerrung damit hervorgerufen. Und jedes Mal, wenn er zum Beispiel zwei Töne gleichzeitig spielt, dann klingt das, als wäre es ein Autohupen und die Verzerrung knackt so schön hervor, wie ein kleines Küken, was im Ei innen gegen die Schale pickt. Habt ihr es gehört? Das war fast schon genauso. Zum Gesang! Der Gesang bildet genau das ab, was die Jugendlichen damals im Kopf hatten, also raus aus dem Hirn, durch den Mund, hinaus, gegen die Konvention, Protest, laut! Come on, everybody!
Und nun hoffe ich, habt ihr wieder ein bisschen etwas gelernt aus der breit gefächerten Welt der Musik. Oh, ich höre gerade, die Regie teilt mir mit, dass ich etwas vergessen habe. Nämlich, dass Rock'n'Roll ein Slangwort war und stand damals so für Wiegen und Wälzen, was eine nette Umschreibung war für Sex. Was ist die Welt verrückt? Ich nehme dieses Video übrigens heute am Weltfrauentag auf und ich möchte hiermit nochmal nachträglich allen Frauen alles Gute zum Weltfrauentag wünschen und allen anderen mit ans Herz legen oder auf den Weg geben, dass man nicht nur heute nett zu Frauen sein sollte, sondern generell und immer und überhaupt und zueinander. Seid einfach lieb. Tut mir und euch den Gefallen. Aber jetzt ist es leider schon Zeit für mich zu gehen, Kinder. Ein junger Erwachsener ist versehentlich ins Jahr 1955 gereist und droht, das gesamte Raum-Zeit-Kontinuum für immer durcheinander zu bringen. Denkt immer daran, liebt mit eurem Herzen, benutzt euren Kopf für alles andere. Fluxkompensation!